Hallo und willkommen zu Let's Map, oder wie ich das nennen werde. Worum es hier geht, warte auf. Ich werde hier mal versuchen, vor einer Kamera eine Map für Siedler 5 zu erstellen. Dann gucken wir mal, wie es wird. Ich hab's schon lange nicht mehr gemacht. Dann los. Ich denke mal, ich mache so eine Map mit Inseln, die miteinander verbunden sind. Und auf jeder Insel bekommt man halt Rohstoffe. Ich nenne die einfach mal als Inseln. Das Rahmen kann man später noch machen. Das einfach überspringen. Moment. Das muss natürlich ein bisschen größer werden. Ich würde mal sagen, das sieht so ganz nett aus. Das einfach überspringen. Bla bla bla. Das machen wir später. Und ja, ich weiß es. Okay. Ich bin ein bisschen groß gerade, aber mal gucken, wie wir am besten anfangen. Ach ja, falls ihr euch wundert, ich mache das hier gerade unter Linux. Das sollte aber kein Problem erstellen. Da machen wir vielleicht erstmal, bevor ich das Ganze über da Wasser setzen, die Textur für den Boden. Wo haben wir denn hier nochmal Sand? Bei Gras ganz sicher nicht. Vielleicht bei Earth. Ja. Dann gucken. Ach, das. Ich will meinen Bürostuhl hier im Hintergrund. Wie sieht das aus? Nein. Das ist auch so ein typischer Sand am Fluss. Also am Grund von Flüssen oder so. Dann probieren wir es mal. Ja, es geht noch gut. Ich mache es übrigens gerade mit der Steuerungstaste größer. Steuerungstaste und Mausrad. So, dann hier alles anmalen. Ich male hier alles mal an. Kann einfach mal groß kommentieren. Könnte ist irgendwie egal, ist über den Rand hinaus mal. Also funktioniert trotzdem. Man kann es danach noch machen. Das heißt leicht. So. Haben wir alle. Leckt so ein bisschen. Aber egal. Dann ist unter Helfer. Wo war es? Kartenbegrenzung. Jetzt soll. Wir nicht mehr im Rand hinaus gemalt haben. Ja, hat alles entfernt. Was überflüssig. Mein Laptop ist übrigens nicht so stark. Also deshalb lächst ja ein bisschen. Auch weil auch noch Aufnahmen bei ist und so weiter. Hier ist übrigens die Prozessauslastung. Falls euch wundert, warum es hier ein bisschen leckt. Dann mal los. Wo kann man hier nochmal erhöhen? Hier war's. Dann ist einfach mal die Startinsel hinzaubern. Aber bevor wir das machen, noch gerade die Wasserhöhe höher machen. Das sieht bei so ein bisschen heiß aus, aber da können wir uns später noch drum kümmern. Das macht ich mal nicht so grob, weil ich sag bei Inseln sind eher flach. Das mache ich übrigens mit linker Maustaste. Straße für eine Startinsel. Ist im Vergleich zur letzten Map schon relativ groß geworden. Ich brauchte mal einen Vergleich. Custom Sets, ich habe mir so was zusammengelegt. Oh, habe ich hier auch so ein Bock. Ja, ist sogar recht groß. So groß war es eigentlich gar nicht geplant, aber na gut. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, wie das Ganze wird. Dann gucken wir mal. Hier noch ein bisschen mit Umsatz und die Maustaste glätten. Und dann hier noch gerade Textur. Dann
Fangen wir mal an, schönes Gras. Wie gesagt, ich erstmal nur für den Anfang. Da kommt auch noch eine Brücke hin. So, ist erstmal angemalt. Ich weiß auch nicht großartig, wie ich das die ganze Zeit kommentieren kann. Wieso geht es jetzt weiter? Hallo. Ich will nichts machen. Warum die gerade weiter gescrollt hat. Frag mich nicht warum. Dann machen wir erstmal den Grubsen der nächsten Insel. Moment, die Bande unter Kopiervorlagen, die Brücken, oder? Das war eine Kopiervorlage. Vorlage öffnen. Einfach so. Dann probieren wir es mal. Ich muss hier eine Vorlage erstellen. Hallo. Ah, Vorlage einfügen ist RMP. Versuche gerade mit LT. Nein. Ich finde es übrigens super, dass er das nicht rückgängig macht. Gut so. Auf jeden Fall. Ich bekomme es ja, wie ihr will. So. Dann auf ein neues. Nehmen wir es einfach mal so hin. Aber erstmal löschen. Das wäre auch den Pumpenplatz auch noch. Also mal wieder unter Wasser setzen. So. Textur komme ich mich dann später drum. Das mal so ein bisschen rumexperimentieren mit den Brücken. So lassen wir es erstmal. Müsste eigentlich so noch ein wenig absenken. Da erhöhen. Winterwässer natürlich sperren in der Mitte. Man muss nicht immer so nach Auffahrer beim Map erstellen. Das muss irgendwie aussehen. Das ist ja so mein Problem. Muss genau auf der perfekten Höhe sein. Gott. Lassen wir es erstmal. Ich kriege es momentan nicht besser hin. Und jetzt sieht dann Insel Nummer 2. Da wird es dann die ersten größeren Lymphvorkommen geben. Wo ist es ein Vorkommen? Ich bin auch motiviert, da immer weiter zu gehen und nicht einfach nur auf der Insel zu campen. Da kommen natürlich auch Truppen, dann die ersten Feinde. Gott, ich hasse diese Brücken.
Ja, man hört die ganze Zeit beim Brust im Hintergrund. Ich höre schon die ganze Zeit. Ich habe den Ton, der nimmt gerade, du hast meinen Koffer geleitet. Der das jetzt aufgenommen wird. Moment, wie kann das hier drehen? Ich muss die Kamera drehen. Wie bekomme ich das denn nochmal hin? So ganz ist ja nett. Keine Ahnung, wie man die dreht. Ich scroll übrigens die ganze Zeit mit den Pfeiltasten. Die Brücken werden noch ein Spaß für die ganze Familie mal zu platzieren. Ich weiß ja auch halbwegs aussehen. Und ich vergesse, die Brücke darf natürlich nicht fertig sein. Man will es wieder motivieren. Ja, und ich höre auch mal die ganze meine Tastatur vor meinem Laptop. Ich sag mal, wie super. Wie gut wollen wir das Rädern hier machen? Keine Ahnung. So groß. Ja, komm mal lassen. Hier geht's erst nur mit Leben vorkommen. Und dann hier noch ein paar Lebensreste hin. Die gibt's hier unter RW Resources. Lepid normal. Ich weiß, dass ihr unter Wasser seht. Aber egal. Was will ich lässt ändern? Dann zeige ich euch einen Trick. Und dann kommt jetzt gleich die nächste Brücke hin. Okay, der Trick ist einfach die Wassertextur zu ändern. Wassertextur. Wo war das? Vertexfarbe war es nicht. Wassertextur. Ist ganz egal. Ich mach mal Neuform. Dann hier ändern. Ja, ich weiß, das blinkt ein bisschen komisch hier immer. Aber funktioniert trotzdem. Das ist nur ein Bug von Valve. Das ist das Programm, mit dem ich hier Windprogramm unter Linux ausführe. Und dann hier Wasserhöhe. Da kannst du dann absenken und den Rest zu beeinflussen. So ist es ganz gut. Der Lebensstoff wird übrigens trotzdem funktionieren. Auch wenn da Wasser drin ist. Ich sehe leider mit dem Blinken nicht, ob ich das hinbekommen habe. Aber wenn ihr die Map nachher spielen solltet, dann ist das auf jeden Fall weg. Wenn ich blinke, das ist nur bei mir so. Nachher, ich versuche gerade hier abzusenken, obwohl ich so im Wassersektion-Menü bin. Ich habe einfach eine große Lebensweste machen. Aber egal. Ich wollte sich nicht absenken. Ich wollte ja Wassertextur machen. Und tada, schon haben wir saubere Lebensfest. Wie machen wir die Textur der Insel am besten? Genauso wie Lebensfest? Nein, das sieht dumm aus. Lebensfest-Textur auf einer Insel? Nein. Für meine einfach die Lebensfest-Textur nur ein bisschen. Ja, ich weiß, das sieht nicht gerade hübsch aus momentan, aber trotzdem. Man kann mitarbeiten. Dieses Design ist auch nicht unbedingt so meine Sache, dass alles hübsch aussieht. Ich glaube, wir machen nachher noch im Detail die Feinheiten. Was ist das hier? Nach einer Erhöhung. Ich lädt das mal wieder mit. Das müssen wir erstmal ins Reinhome-Menü. So. Mit unser Blues linker Maus das. Kann man sletten. Da haben wir die Insel fast fertig. Aber erst noch brauchen wir ja Gegner.
Das dauert noch 10 Jahre, bis ich hier bin. Das sollte auch eigentlich drin sein, diese Türme da. Diese Abstraktion, weil ich mal so aktiv gemacht. Blendenort, Bäume, Felder. Ihm ist alles drin, was es so gibt. Wir haben es bereit. Ohne er tut schon langsam die Finger weh. Bla. Ich glaube, sie ist ja nicht drin. Aber so wird mal unter Animals Others. Building. Ah, das sieht doch schon mal besser aus. Das habe ich die ganze Zeit gesucht. Und um es gerade noch besser zu machen. Anpasselt. Ja, ich wäre so ein komischer Bug hier, wenn mir jemand etwas auswählen will. Damit hätten wir fürs erste Mal dieses Lager. Ich drehe jetzt hier mal mit Umschalt und MR, also Mausrad. Das wir ein bisschen rübersetzen. Ja, ich kann was drehen. Die Ressourcen sind mal ganz gut da. Oder? Also, wir sind noch kein Baum oder sowas, aber man kann fürs Essen lassen. Der grob ist nicht so. Hab sie diesen Dorfcenter platziert. Ah, Dünselplatz auch. Es scrollt es irgendwie, ohne dass ich einfach mache. Das kann nicht dein Ernst sein. Hallo. Ja, so ist Fra. Immer schön dahin machen, wo ich hin will. Bisschen Brava mit ihr, bitte. Mal runter. Wo war's? So ist jetzt mal gut so. Keine Ahnung, wie lange es machen wird. Aber ich glaube, ich beende erstmal hier die erste Folge. Weil es muss nachher wieder so unendlich lang hochladen. Dann tschüss und bis zum nächsten Mal.